Ein Knall wie ein Fanal. 2006 wurde das Wahrzeichen Arzbergs, das Kraftwerk, gesprengt. Es wurde nicht mehr gebraucht. Hart an der tschechischen Grenze gelegen, fühlte sich Arzberg auch nicht mehr gebraucht. Fast vergessen. Es wird sicherlich irgendwann ein Lichtzeichen am Horizont geben. Mein Motto lautet: nur nicht aufgeben, immer weitermachen, immer nach vorne schauen. Der Bürgermeister gibt seine Stadt nicht auf, obwohl die Einwohnerzahl von 7 auf 5000 geschrumpft ist. Zuerst gingen die Porzellanfabriken unter, am Ende verschwand das Kraftwerk. Es blieben Ruinen und Brachflächen, riesige Areale mitten in der Stadt. Aber es rührt sich was. Bei Schumann, da zeichnet sich jetzt ein Lichtzeichen am Horizont ab. Und zwar die Ansiedlung der Lebenshilfe, die in diesem Bereich eine Lernwerkstatt installieren will mit Großküche. Denke ich, das müssten wir in trockene Tücher kriegen. Und die nächste Brache, die sicherlich ansteht, ist die Porzellanfabrik Erzberg. Dahingehend haben wir ein Kommunalunternehmen gegründet mit den anderen drei ehemaligen Winterling-Standorten und versuchen, das städtebaulich in den Griff zu kriegen. Der Stadtumbau wird vom Freistaat gefördert, doch die Stadt greift selbst mit ein. Kauft leerstehende Häuser, einige werden abgerissen, wo es geht, entstehen Gärten. Die sollen das Stadtbild aufbessern. Selbst im Winter lässt sich ahnen, dass das Konzept aufgehen könnte. Dazu Privatinitiative von den Bürgern, die ihre Stadt nicht aufgeben wollen. Schmuckstücke. Da ist ein Punkt, mit dem wir wuchern können, sind sicherlich die niedrigen Immobilienpreise und die niedrigen Mietpreise. Das ist eigentlich die große Hoffnung, dass also diese Flucht vom Land in die Ballungszentren auch in die andere Richtung funktionieren könnte. Und ich denke, auch in der heutigen Zeit, in Zeiten von Internet, kann es auch bei uns im ländlichen Raum Arbeitsplätze geben. Die müssen nicht alle nach München, Nürnberg oder Augsburg ziehen. Die Industriebrachen, eine Herausforderung. Noch in diesem Jahr wird die ehemalige Winterling-Fabrik angegangen. Eine Landesgartenschau ist denkbar. Im ganzen Landkreis Wunsiedel ist ein leichter Aufwärtstrend zu spüren. Es wandern eben nicht nur Menschen ab. Es ist so, dass wir in den letzten zwei Jahren einige hundert Arbeitsplätze hier schaffen konnten, die Unternehmen erweitern. Dass wir, wie gesagt, mit der Thermalbohrung, mit Bad Alexandersbad sehr viele Projekte am Laufen haben. Letztendlich sind es Projekte, die im Bereich 80 Millionen, 60 Millionen, 30 Millionen, nochmal die drei großen, die im letzten Jahr angegangen worden sind, Investitionssummen dann auch ausmachen. Und das Arzberger Kraftwerk, wo jetzt eine renaturierte Fläche und ein Umspannwerk stehen, könnte bald wieder Energie erzeugt werden. Es geht um das Gaskraftwerk, das nach Arzberg passen würde. Dort war ein Gasblock, dort war ein Kohlekraftwerk, das E.ON abgebaut hat. Dort könnte man wieder eins hinsetzen, die Leitungen sind da. Erste Signale gibt es. Arzberg baut auf die Energiewende, Solaranlagen, Windkraft, Biogas. Auch Industrie hat sich hier immer wieder angesiedelt. 800 Jahre Arzberg, Bauerndorf, Bergbauzentrum, Porzellanstadt, Wandel war hier immer.